Ja, du, das hat sich alles auf, warte mal, ich muss mich mal hier positionieren. Auf Instagram haben sie es wieder geändert und ich konnte dich nicht einladen. Aha, aber ich Irgendwie scheiße. kann ja Einladungen verschicken. Auch. Ich kann mich Wo quasi dann, aufdrängen. du kannst dich ausreden. Ja, ich habe mich irgendwie, ich war dann nervös so und irgendwie. Ah! Dann geht's besonders gut, ne? Wenn man nervös ist, dann läuft's. Ja, voll. Alles gut, wir sind da. Sehr schön. Hat geklappt. Die Bea ist auch schon da. Hallo, liebe Bea. Schön, dass du da bist. Heute geht es rund ums Thema nachhaltige Floristik. Ich denke, wir warten noch eine kleine Minute, bis der Gerne. ein oder andere noch reinhüpft. Und ich bin schon riesig gespannt. Ich habe hier vor mir ein paar Blumen stehen. Meine Schwester hat wohl ein paar Blumen geschenkt bekommen. Tatsächlich? Passend Wie zum Thema. kommt's? Ich habe noch nicht gefragt. Ich bin ja erst quasi reingeflogen. Aber passt ja zum Thema. Ich habe es zum Anlehnen vom Handy genommen. Ah ja, wozu Blumen halt so gut sind, ne? Eben drum. Multifunktional. Eben drum. Also, und ich bin jetzt in der Heimat, also wenn ich ein bisschen schwäbeln do und mich Keuschwein versteht, dann bitte nachfragen. Ich gebe mir Okay, Mühe. ich krieg's hin. Ja, aber Augsburg ist doch schwäbisch, ist es nicht schwäbisch? Ja, doch. Siehst du? Augsburg ist ein Schwaben. Ist bloß bei mir Ja. irgendwie nie so richtig angekommen. Ich weiß nicht, bei mir, es bleibt kein Dialekt hängen, es tut mir leid. Also echt. Nicht als Schweben zu erkennen auf Anhieb. I'm sorry. Nee. Also ich kann beides. Also zumindest ich denke, ich kann Hochdeutsch. Hallo liebe Janine, liebe Julia, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Es geht ums Thema nachhaltige Hochzeitsfloristik oder Floristik im Allgemeinen. Ich habe hier die Alex von Second Flowers zu Gast und ich freue mich riesig auf das Thema heute, weil, wie viele von euch vielleicht wissen, ist Nachhaltigkeit unter anderem eins meiner Herzensthemen und ja, der Alex auch scheinbar. So. Ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wo bist du? Was machst du? Okay, ja, sehr gerne. Ich fange einfach mal an. Also, ich bin die Alex. Ich bin in der Nähe von Augsburg angesiedelt. Das ist tatsächlich in Bayern, im Schwabenländle, wie wir einleitend schon gehört haben. Genau. Ich bin 35, bin Mama von zwei Jungs. Wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer. Die Kinder sitzen oben in der Badewanne. Ich bin gespannt, wie lange das gut geht. Nicht alleine mit dem Papa, aber wir werden sehen. Genau, ansonsten habe ich mich des Themas, machen wir die Blumendeko auf Hochzeiten ein bisschen nachhaltiger angenommen, ohne Floristin zu sein tatsächlich. Denn ich bin eigentlich Umweltingenieurin, komme also ganz stark eben auch aus dieser Nachhaltigkeitsecke. Geil. War viele Jahre im Vertrieb, ein bisschen im Marketing und bin, glaube ich, ganz gut darin, Menschen zu finden, die ähnlich denken und die miteinander zu verbinden. Und genau das ist die Idee, die ja auch hinter Second Flowers steckt, eine Plattform zu schaffen, auf der sich Menschen, primär Brautpaare, aber wir kommen vielleicht nachher noch drauf, es kann ja in vielerlei Konstellationen funktionieren, Brautpaare sich verbinden können, um sich die Blumendeko zu teilen. Auf die Idee gekommen bin ich selbst, weil nach unserer Hochzeit einfach am Tag danach unheimlich viel Blumen da übrig waren, obwohl wir, glaube ich, etwas getan haben, was jetzt nicht so oft getan wird. Wir haben ganz offensiv darum gebeten, unsere Gäste darum gebeten, die Blumen mitzunehmen. Tatsächlich denen gesagt, wenn ihr am Abend die Location verlasst, nimmt bitte die Blumendeko mit. Und das haben ein paar gemacht, aber tatsächlich nicht so viele, wie wir es uns erhofft haben. Und am nächsten Tag stand das alles da und war halt noch super frisch und völlig in Ordnung und sah auch noch eine Woche lang gut aus bei denen, die uns dann die Rückmeldung gegeben haben. Aber ich fand es irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Genau. Und da kam ich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn sich zwei Brautpaare finden, den Fußabdruck der Blumendeko reduzieren und gleichzeitig ihre Kosten senken. Und das ist Second Flowers. Mega geil. Was ist eine Umweltingenieurin exakt? Eine Umweltingenieurin, ja, beschäftigt sich mit allem, was so den, ja, also tatsächlich den ökologischen Fußabdruck von Prozessen und Dienstleistungen angeht. Ich habe tatsächlich spezifisch auch in einem Umweltinstitut gearbeitet und habe mich mit Öko-Analysen beschäftigt, also wirklich den Fußabdrücken, die Produkte und Dienstleistungen in der Welt hinterlassen über einen bestimmten Zeitraum, die sie genutzt werden.
Ansonsten ist Umweltingenieurwesen in der Fakultät Maschinenbau angesiedelt. Ich war auch lange für einen mittelständischen, international tätigen Maschinenbauer unterwegs in der halben Welt. Ja, jetzt guck mal, dass ich nachfrage hier. Ich hätte jetzt gedacht, du baust Tiny Häuser. Nee, doch, es gibt schon, also in der Architektur gibt es auch energieeffizientes Bauen zum Beispiel. Das passt auch so ein bisschen in die Richtung. Bin aber tatsächlich eigentlich klassische Maschinenbauerin mit einer Umweltausrichtung. Ja. Ja, geil. Cool, spannend. Mega cool. Ich stelle mich vielleicht auch kurz vor für die, die von dir rüber gehüpft sind. Ja, voll gern. Wie man vielleicht oben im Profil sieht, ich bin Steffi, auch Schwabe, im Gegensatz zu Alex, konne auch Schwäbisch schwätze, wenn es sein muss. Und vor allem, wenn ich bei meiner Mama bin, dann ist sowieso Hopf und Malz verloren. Aber da ich der Liebe wegen in Düsseldorf wohne, gebe ich mir größte Mühe, halbwegs verständlich zu reden. Weil, wie ich bemerkt habe, verwenden wir doch einige Wörter, die großes Erstaunen hervorrufen. Genau. Ich bin Hochzeitsfotografin. Ich liebe authentische kleine Hochzeiten. Ich begleite natürlich auch große Hochzeiten, aber ich mag es gerne persönlich. Ich mag ja, zum Beispiel Gartenhochzeiten, Do-it-yourself-Hochzeiten, nachhaltige Hochzeiten hatte ich letztes Jahr eine ganz, ganz grandiose. Und da geht mir wirklich das Herz auf. Am allerwichtigsten sind mir ungestellte Bilder, authentische Bilder, weil ich denke, das sind die, die man, ja, wo man sich am Ende noch gerne anschaut und wo man sich an den Tag erinnert. Und es ist völlig egal, ob sich das jetzt um Hochzeiten dreht oder um eine Familienreportage oder ich habe jetzt vor, meine Oma zu fotografieren im Garten. Einfach mal einen Tag bei Oma und das ist so mein Herzensding. Ich mache Brautpaarbilder, keine Angst, also so ein bisschen gestellter und Schwiegermamas Bild für die Wand mache ich auch. Ja, Genau. das wünschen sie sich trotzdem, ne? Aber letztendlich ist ja die Emotion Die sind ja in auch den schön. Bildern gefangen, tatsächlich, die so untertags entstehen und mehr so ein Schnappschuss sind, ne? Den Moment einfangen und die Emotion packen. Ja, das andere muss auch sein, deswegen muss es ja für mich eine, wie soll ich sagen, ausgewogen sein. Weil die anderen sind ja trotzdem auch schön und man will vielleicht trotzdem ein paar davon haben, aber wie gesagt, die Papa ist Geschichte muss da. stimmen. Entschuldige. Hallo Papa! Hallo Papa. Mein Papa sagt immer, was ist denn dieses Instagram Live? Was machst du denn da? Also so, ja, jetzt weiß es. Oh, Wie cute! witzig. Okay, entschuldige, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Sehe ich bloß gerade der Andreas. Ah. Okay, bin Es kommen ganz viele, ich freue mich voll. Also für alle, die jetzt neu dazugehüpft sind. Ich bin Steffi, Fotografin und habe heute die Alex von Second Flowers zu Gast. Wir sprechen heute über nachhaltige Hochzeits- bzw. nachhaltige Floristik im Allgemeinen. Und genau, ich würde jetzt sagen, wir hüpfen gleich mal ins Thema. Nicht wundern, wenn ich darüber gucke, da steht mein Tablet. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich möchte ist in nicht Ordnung. unvorbereitet reingehen. Ich wollte generell erstmal ein bisschen drüber sprechen, warum Hochzeits- oder Floristik im Allgemeinen nicht unbedingt nachhaltig sein muss. Weil man denkt, Blumen, ja, was soll denn daran bitte nicht nachhaltig sein? Das schmeißt man auf den Kompost, ist gut. Hallo, Paukewand. Die Anniko. Hallo, Anniko. Ah, auch aus zweiter Hand, sehr schön. Genau, möchtest du vielleicht ein paar Worte drüber verlieren? Soll ich ein paar Worte sagen, wie du magst? Ich kann dir mal was dazu sagen und du ergänzt, wenn dir noch was einfällt. Genau. Warum nicht nachhaltig? Also nachhaltig bedeutet ja in erster Linie, dass wir jetzt mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck uns beschäftigen mit dem Thema und mit dem Blick aufs Soziale. Denn Nachhaltigkeit hat drei Säulen. Es geht um die Wirtschaftlichkeit, um die Ökologie und um die sozialen Aspekte, die dahinter verborgen sind. Es ist ganz oft so, dass Blumen bei uns am Blumengroßhandel erhältlich sind, die sich jenseits des deutschen Anbaugebiets bewegen. Das heißt, die kommen entweder irgendwo aus dem asiatischen Raum oder aus Südamerika, werden eingeflogen oder aus Afrika, werden eingeflogen, haben lange Transportwege hinter sich und das ist noch nicht das Schlimmste, was sie hinter sich haben.
sondern die werden einfach vor Ort unter anderen Bedingungen angebaut, als wir das jetzt hier bei unserem Gärtner in Deutschland erwarten. Das heißt, es ist ein deutlich anderer Einsatz von Pestiziden, von Düngern. Es wird einfach auch nicht so darauf geachtet, ob die Menschen, die damit in Kontakt sind, auch geschützt werden, dass die Menschen Arbeitsbedingungen haben hinsichtlich Bezahlung und hinsichtlich ihrer Arbeitszeiten, die für uns verträglich wären. Das sind solche Dinge, die man einfach nicht sieht, wenn man dann so eine Blume vor sich hat, weil man sich denkt, das ist eine totale Schönheit und das ist es ja auch. Aber der Fußabdruck und jetzt nicht nur auf CO2 gesehen oder sonst was, sondern alles, was da eben an sozialen und ökologischen Komponenten dahinter hängt, ist sehr viel größer, als man das der Blume erstmal ansieht. Es gibt die bessere Variante, die bewegt sich dann zum Beispiel im Raum Holland. Dann kommen die Blumen aus den Niederlanden eben, werden dort aber auch zum Beispiel auch jenseits der eigentlichen Saison, das heißt dann Tulpen haben im Januar Saison, kann man so sehen, ist aber de facto auch nicht so. Tulpen haben bei uns Saison, wenn sie jetzt bei uns im Garten anfangen, so Rauskommen. ein bisschen ja, sich zu erheben und dann irgendwann im April bei uns verfügbar wären in Deutschland. Sind im Januar aber auch schon in den Niederlanden erhältlich, weil sie halt im Gewächshaus angebaut werden, wieder unter Einsatz von Pestiziden, von Düngemitteln. Wasserverbrauch spielt natürlich immer eine Rolle, auch in Afrika natürlich, ne, in Südamerika Wasserverbrauch an Stellen, die sowieso schon immer eher mit Wassermangel kämpfen müssen. Und wenn die Blumen dann also auch hier wieder als Tulpe im Januar bei uns verfügbar sind, denken wir uns, aha, toll, saisonale Blumen. Kann man sich natürlich auch wieder drüber streiten. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, Niederlande im Gewächshaus schon wieder besser als das, was man aus Übersee bekommt. Nun nähern wir uns nochmal der besseren Nachhaltigkeit, indem wir uns im deutschen Anbaugebiet bewegen, unter den Bedingungen, wie wir sie hier eben als auch ja, freundlich erachten für die Mitarbeiter, die da angestellt sind und für die Blumen eben vor Ort. Sind vielleicht sogar im Freiland unterwegs. Da sind die Blumen weniger, brauchen wir es. Das kommen immer wieder Leute rein, die ich kenne und das lenkt mich ab. Konzentration. Schön, dass ihr da seid. Genau, insofern, wenn wir in Deutschland angekommen sind und wir haben hier wirklich Blumensaison, dann ist es schon ein sehr, sehr guter Weg, sich Blumen aus der Region saisonal zu beziehen. Und wenn wir es noch ein bisschen besser machen wollen, dann gibt es inzwischen Blumen, die wirklich als in Bioqualität verfügbar sind, die zertifiziert sind, die zum Beispiel innerhalb der Slow Flower Bewegung, es kann hier genannt werden, angebaut werden. Da haben sich viele Floristen und Gärtner zusammengetan, die wirklich ganz, ganz feste darauf achten, dass Blumen wirklich Saison haben und dass sie unter besten Bedingungen sowohl ökologisch als auch sozial angebaut werden. Genau. Insofern, man kann es immer besser und besser und besser und besser und besser machen. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass mit einer Schnittblume einfach ein Fußabdruck verbunden ist, der sich unter dem Begriff Nachhaltigkeit zusammenfassen lässt. Wie gesagt, Ökologie, Soziales, Wirtschaftlichkeit fließt immer auch in so einen Blumenstil hinein. So. Ich hätte es geiler nicht zusammenfassen können. Hammer. Ich persönlich muss sagen, solche nachhaltigeren, regionaleren, angebauten Blumen findet man sehr wenig, bis eigentlich fast gar nicht. Ich wüsste jetzt auch zum Beispiel überhaupt in der Region keine Anlaufstelle. Viele wissen es auch nicht oder sind nicht dafür sensibilisiert, dass es sowas überhaupt auch schon gibt. Und denken, ja gut, nebendran im Feld selber ernten oder selber irgendwo im Garten anbauen. Das ist jetzt Immer den vielleicht für alten eine Hoch Hasen. ja, und das ist jetzt für eine Hochzeit vielleicht nicht unbedingt so das Wahre, wenn man jetzt anfängt, die Blumen vom Feld zu pflücken oder selber anzubauen, dauert wahrscheinlich und die Hälfte, je nach grünem Daumen, dann funktioniert oder nicht. Deshalb braucht es Alternativen. Alternative, nachhaltige Alternative. Oh, jetzt bin ich voll raus. Ihr versteht mich doch! Ah! Alternative und wirkliche Lösungen. Dankeschön. Ja, ich finde, es geht einfach ganz stark auch darum, wie gesagt, dieses Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, also ich bin wirklich auch die allerletzte, die irgendwie den Zeigefinger erhebt und sagt, ihr müsst euch jetzt nur noch aus dem eigenen Garten versorgen, weil ich halte das nicht für realistisch. Es hat nicht jeder einen Garten, es hat nicht jeder diesen grünen Daumen, um Blumen zu ziehen.
Und du brauchst ja auf eine Hochzeit, um eine gewisse Wirkung zu erzielen, auch wirklich eine gewisse Menge von Blumen, ne? Das von jedem zu erwarten, glaube ich, ist unrealistisch. Bitte? Zitat meiner Tante, ihr Mann hat mit Freuden das Hochbeet gebaut, aber der grüne Daumen blieb aus und ein zweites Jahr Mais hat sie keinen Bock. Nee, kommt auf eine Hochzeit auch nicht so gut. Und im Hochbeet scheinbar zum Anbauen auch nicht. auch nicht. Nee, also deswegen, also Blumendeko vom Floristen zu beziehen, ist so der übliche Weg und das ist ja völlig in Ordnung. Und es gibt tatsächlich auch immer mehr und mehr Floristen, die sich der Sache annehmen. Ich habe tatsächlich bei meinen Partnerinnen inzwischen auch einige Floristinnen, die sich ganz fest mit dem Thema angenommen haben und sagen, ich möchte immer mehr aus meinem eigenen Garten in die Floristik mit einbauen, die ich einbeziehe. Ich achte schon darauf, dass die Blumen wirklich Saison haben, zumindest im europäischen Raum, weil wir da schon besser auf die Substanzen gucken können, die verwendet werden und die arbeitsrechtlichen Bedingungen einfach nochmal besser sind. Insofern denke ich, geht es einfach darum, einen Impuls in eine gewisse Richtung zu geben. Und das möchte Second Flowers auch. Also es geht jetzt nicht darum, zu sagen, jetzt lasst irgendwie die Blumen weg, um Gottes Willen, absolut nicht. Ich bin ganz dafür, dass Hochzeiten blumig ausgeschmückt werden, weil ich finde, dass das extrem viel für die Atmosphäre macht, eine Location nochmal extrem aufwertet. Ja, auch für die Fotografen natürlich, ne? Und dass eine Location, ob sie schon wunderschön ist oder eher durchschnittlich, einfach durch eine Blumendeko nochmal extrem angehoben wird in ihrer Wertigkeit. Und insofern bin ich voll dafür, dass man sich eine tolle Blumendeko gönnt und man einfach diese Möglichkeiten nutzt, wenn man sich Gedanken gemacht hat, was mache ich am nächsten Tag damit, denn auch den muss man sich erstmal machen, die Blumen weiterzugeben, sich zusammenzutun und zu sagen, okay, wir halbieren uns jetzt diesen Fußabdruck und wir senken uns auch durch diesen Zusammenschluss die Kosten. Ja, Alternativen sind halt immer natürlich auch Blumen im Topf. Das kann schön ausschauen. Ich hatte schon Hochzeiten begleitet, die Topfblumen verwendet haben. Kräuter sind wunderschön auch für den Tisch. Muss ich ehrlich sagen, also ich hatte meine Zweifel, ich fand es stimmig, aber es war auch eher eine rustikale Hochzeit, muss man dazu sagen. Und die Kräuter gehen jetzt so schnell auch nicht kaputt. Und ich denke, da kriegt man doch auch mal ein, zwei Abnehmer bei den Gästen, die sagen, ja cool, ich koche gerne, hau mal die Kräuter da rein. Ne? Ich weiß nicht, wie es mit Nachhaltigkeit bei Trockenblumen ausschauen, die verwelken immerhin nicht. Aber das sind meistens ja auch wieder Blumensorten, die, also ich wüsste jetzt nicht, wo die hier so einfach wachsen, Gar werden nicht. oftmals auch behandelt. Ja. Ja, so, na, ne? Also nee, Trockenblume und Trockenblume muss man auch wieder ganz stark unterscheiden. Es gibt Trockenblumen, die hier wirklich angebaut wurden, zum Beispiel in der Region, die von auch wieder Floristinnen, die auch schon bei mir dabei sind, tatsächlich getrocknet werden, bewusst getrocknet werden, nach ihrer Nutzung zum bestmöglichen Zeitpunkt und dann eben verarbeitet werden als Trockenblume. Es gibt aber durchaus, und das ist eher der größte Teil der verwendeten Trockenblumen, dass die aus dem asiatischen Raum kommen dann oft, gebleicht werden unter Umständen, lackiert werden. Ja, dann kann man es wieder sich überlegen, denn letztendlich ist es dann schon so, dass die Blumen langlebiger sind. Das ist mit Sicherheit so. Aber Langlebigkeit darf man jetzt nicht zwingend verwechseln damit, welchen Fußabdruck die hinterlassen. Denn nur weil, es ist immer so ein drastisches Bild, aber nur weil nicht meine Kinder in der Bleiche stapfen, ist es nicht so, dass es nicht auch für die Umwelt und die Kinder vor Ort schädlich werden. Ne? Insofern langlebig ja, wenn ich dadurch über eine lange Zeit hinweg mir hinterher dann auch keine Blumen mehr kaufe, zum Beispiel für zu Hause, weil ich sage, ich habe davon ganz lange was, dann mag man das ein Stück weit gut rechnen können, ja. Aber auch nicht frei von, ne? Und auch relativ teuer, muss man auch so sehen. Also auch teurer als eine Frischblume. Ja, also das, was die ja mittlerweile kosten, die Trockenblumen, ist echt krass. Genau. Aber auch die Wie? gibt es. Also grundsätzlich beim Floristen bekommt man sie und die dürfen auch über Second Flowers weitergegeben werden, ne? Weil oft so ein bisschen die Frage sich stellt, ob es denn dann über Second Flowers nur mit Frischblumen geht. Nee, es gibt jetzt beim Floristen ja auch die Kombi aus Frisch und
frischer Schnittblume und Trockenblume. Und wenn sich ein Paar irgendwie eine Flower Cloud aus reinen Trockenblumen wünscht und die weitergegeben werden soll am nächsten Tag, warum nicht? Geht genauso. Ja. So, und jetzt an der Schnittstelle Second Flowers. Erzähl mal ein bisschen, wie es funktioniert, was du dir dabei gedacht hast, wie man seine Floristik an der Hochzeit im nächsten Tag unbeschadet noch ein paar geben kann. Schieß einfach mal los. Ich mach mal das Licht an. Irgendwie ist die Sonne weg. Ja, das soll so sein um diese Uhrzeit. Echt? Ja, komisch, ne? Ich mag es auch nicht so Nein, gern. weiß auch nicht. Genau, also Second Flowers gibt es ja jenseits von Instagram auf der Homepage, die sich nennt www.secondflowers.de. Total kreativ war ich da. Da gibt es nochmal ein paar Infos zum Thema Nachhaltigkeit und Budget, denn wir sorgen ja durch unser Konzept für mehr Nachhaltigkeit und Senkung der Kosten. Da ist sie wieder. Ja, und wer ist jetzt dummelig? Ich hoffe, keinem. Habt hoffentlich nach runter geguckt. So. Genau, und auf dieser Plattform gibt es einen Teil, der nennt sich Blumenbörse. Und innerhalb von dieser Blumenbörse findet nun das Wechseln der Blumen von einer Hochzeit zur nächsten statt. Denn es wird großteils so sein, dass das erste Brautpaar bei einem Floristen der Second Flowers schon kennt oder auch nicht. Also man darf auch zu jedem Floristen beliebig gehen und sein Konzept planen als Brautpaar. Und dieses Konzept dann an mich weiterreichen, sodass ich es auf der Plattform einstelle. Aktuell ist es so vorgesehen, dass tatsächlich ich das noch einstelle, um einfach noch so ein bisschen so die Hand drüber Konform. zu halten im ersten Schritt. Macht Sinn. Hallo Wollte auch Sandra. gerade Hallo sagen. Genau, weil sie gerade was schickt. Genau, insofern die Blumenkonzepte ganz normal beim Floristen planen. Das Netzwerk von Second Flowers wächst quasi jeden Tag, weil es aber deutschlandweit wächst und ich erst vor 3 Monaten angefangen habe. Ist es noch kein lückenloser Teppich, sondern noch ein bisschen Flickwerk. Aber wie gesagt, kommt jeden Tag jemand dazu und man darf auch bei seinem Lieblingsfloristen planen und sagen, wir möchten die Blumen am nächsten Tag weitergeben. Und zwar geht es da primär um die Tischdeko. Weil die vor Sonne geschützt ist, weil die mit Wasser versorgt ist und weil sie halt nicht irgendwie wie ein Krönchen oder wie ein Haarkränzchen oder ein Handkränzchen den ganzen Tag am Körper ist. Auch der Brautstrauß geht auf gar keinen Fall weiter, der bleibt bei der jeweiligen Braut. Und der Florist ergänzt sozusagen die zweite Hochzeit am nächsten Tag wieder um den Strauß, um Haarkränze, wenn sie gewünscht sind, um Sträuße für die Brautjungfern oder um Anstecker. Und das eine Paar hat vielleicht ein Brautauto und das andere nicht. Also diese Dinge ergänzt der Florist dann wieder gerne dazu. Und auch so Sachen wie Aufbau, Abbau und dann der Aufbau auf der nächsten Hochzeit würden auch die Floristen übernehmen. Es geht also primär wirklich um diesen doch großen und auch finanziell nicht unerheblichen Teil der Tischdeko, der bei uns weitergegeben werden kann. Genau. Und dann hat man, ist im Prinzip von der Handhabung wie ein Online-Shop. Wir werden jetzt die nächsten Monate, wenn wirklich die Planungen auch konkret anlaufen und die Brautpaare sich wieder trauen, von unseren Partnerfloristen in den Regionen und auch von den Floristen, die noch nicht Partner sind, aber das dann vielleicht werden möchten, konkret Konzepte einstellen. Und dann sieht man nach Datum, nach Postleitzahl und auch so farblich, welches Konzept man übernehmen könnte. Und das kann man sich dann in den Warenkorb stecken und dann verbinde ich diese beiden Brautpaare miteinander. Cool. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was, also das Konzept ist cool. Was passiert aber, wenn wir jetzt zwei Brautpaare haben, die zwar erstens Bedingungen erfüllen, in der Nähe wohnen, das ist ja natürlich am allerwichtigsten, aber denen muss ja das Konzept, das der eine ausgearbeitet hat, auch gefallen, ne? Nicht, dass der eine super schick und der andere rustikal mit lilafarbenen Blumen heiratet oder so. Ja, das stimmt. Das sollte schon zusammenpassen. Nee, es ist ganz oft so, dass die Floristen und Floristinnen inzwischen Moodboards erstellen, tatsächlich zu ihren Konzepten dazu. Und ganz oft eben auch Mustertische gebaut werden, weil es geht ja nicht nur um die Blumen, es geht ja dann zum Beispiel auch um die Vasen und um Kerzenhalter. Und wenn so ein Mustertisch aufgebaut ist, und ein Foto davon mit eingestellt ist, dann kann man sich schon ziemlich gut, vorstellen, was man bekommen wird. Und dann muss man sich auch so ein bisschen, ich finde, da muss auch Bewusstsein geschaffen werden,
dass selbst wenn man mit seinem Pinterest-Bild zum Floristen kommt, man für seine Hochzeit nie genau das bekommt, was auf diesem Bild drauf ist. Ne? Ja, Es ist klar. immer so ein Rahmen, der ungefähr gesteckt wird und die künstlerische Freiheit bewegt sich irgendwo hier dazwischen. Das Ja. heißt, es wird immer ungefähr so das Blütenkonzept vorkommen und auch ungefähr das Farbkonzept vorkommen. Und man wird wissen, dass es sich um Gestecke oder Vasen handelt und in welcher Menge, wie viele Tische oder wie viele Personen damit versorgt werden können. Eins zu eins, wie in einem Bild, das man dem Floristen hinlegt, wird es auch nicht sein, wenn man sich das Konzept für sich selbst gestaltet. So oder so nicht. Aus eigener Erfahrung und aus vielen Erfahrungen, die ich inzwischen gehört habe. Da muss man den richtigen Floristen wählen, um in einem Stil sich zu bewegen, der dann auch ihm wirklich gefällt. Ja, eben. Erstens, das ist genauso, wie man einen Fotografen wählen sollte, wo es passt. Genau. Aber der Florist ist ein Künstler, wie ich auch, und so ein bisschen Vertrauen muss man haben und ein bisschen Kreativität freien Lauf lassen, weil sonst ist man wirklich im Kopf auch eingeschränkt, finde ich. Genau. Also das hilft schon enorm. Ich habe mich mit meiner Tante tatsächlich heute drüber unterhalten und sie sagte so, ja, also wir hatten nicht das Problem, die Deko, also die Blumen hinterher wegzugeben, aber es war nicht so viel, muss ich dazu sagen. Also es war genug, aber sie war nicht so groß, die Hochzeit, deswegen Wann hat denn ging das deine gar Tante nicht. geheiratet? Vor 2016. Okay. Gut. Also noch nicht so lange. Noch nicht so lange. Aber sie fragte, wie, was, also, wenn man jetzt die Blumendeko teilt, wem gehört die hinterher? Wer bekommt die? Und muss der Erste, der geheiratet hat, die dann Hälfte dann abholen und verteilen? Nein, also nein. Der Erste, der die Blumendeko geplant hat, hatte quasi das Glück, sein Konzept zu planen. So wirklich hundertprozentig so, wie man sich selber vorgestellt hat, mit dem ausgewählten Floristen, den man sich selbst gewählt hat. Und gibt das dann weiter. Und das zweite Brautpaar ist auch das Brautpaar, dem hinterher die Blumen gehören. Also das ist so ein bisschen wie. Man kann sich vorstellen, wie eBay-Kleinanzeigen, du bist an einem bestimmten Punkt, du nimmst den Radius dazu und suchst dir dein Produkt im Umkreis und dieses Produkt gehört dir dann noch hinterher. Also das erste Brautpaar gibt diesen Lieferumfang sozusagen, den wir dann auch laut Angebot in Kosten weitergeben. Also wir wissen ja auch, was es kostet und wie viel wir dann dafür noch verlangen. Da können wir nachher auch noch drüber sprechen. Das geht ans zweite Brautpaar. Die beiden geben auch das Geld aneinander jeweils weiter. Und die Ware, und die gehört dann auch dem zweiten Paar. Das heißt, das erste Brautpaar ist die Blumen los und das zweite Brautpaar kann tatsächlich am Tag danach, gehen wir davon aus, dass die Blumen auch immer noch nicht komplett welk sind, die Blumen dann auch weitergeben nochmal. Also hat dann auch nochmal was zur Weitergabe. Und hat sich ein Stück weit die Arbeit erleichtert, eben nicht zum Floristen gehen zu müssen, ins Vorgespräch, ins Hauptgespräch und dieses ganze Konzept durchzurattern, sondern übernimmt halt was von den Floristen, den sie vielleicht kennen und sowieso gut finden. Wo es unter Umständen auch gar keinen freien Platz mehr gegeben hätte, ne, für Konzepte. Denn Floristen sind ja die ganz guten und tollen, die wirklich einen schönen Stil haben und regional beliebt sind, sind ja oft auch schon vorzeitig ausgebucht. Die Guten sind schnell weg, ja. Genau, und dann ist es nämlich ganz oft jetzt in Gesprächen so gewesen, dass meine Partnerin gesagt haben, ja, ich würde am nächsten Tag tatsächlich so eine ganze Hochzeit nicht mehr schaffen, weil ich ja all diese Tischdeko wieder machen müsste. Dadurch, dass wir durch Second Flowers aber die Tischdeko aufteilen, schaffe ich Brautstrauß und Anstecker und ein paar Haarkränzchen, kriege ich noch hin. Und auch diesen Transfer, der lässt sich organisieren von einer zur anderen Hochzeit. Und ich muss ja dann nur auf der einen abbauen, auf der nächsten wieder aufstellen. Das schaffe ich noch, obwohl ich eigentlich ausgebucht wäre. Aber so diese halbe oder ein Drittel Hochzeit kriege ich noch hin. Ja, mega cool. Genau. Sehr cool. Lass mich mal eben schnell gucken, weil ich glaube, also erstens haben wir sowieso und jetzt meine super Vorrichtung. Ich hätte das Stativ nehmen sollen, mitnehmen sollen. Die Armblumen. Das ist ja nur die Vase. Ja. Weil wir sind nicht ganz chronologisch und du hast einfach das schon so super erklärt. Sorry, ich springe immer durch, ne? Ich bin so eine Labertasche. Nein, du bist ganz grandios und ich beneide dich ein bisschen, weil du dich so gut ausdrücken kannst und so präzise und so toll erklären kannst auf den Punkt, dass man super schnell versteht.
Dankeschön. Und mir fehlen immer die Worte. Eigentlich rede ich immer so halb Spanisch. Ich war lange in Spanien und mir fallen die Worte da nicht ein, Das die ist ich total brauche. spannend, ne? Ich habe mich nämlich schon gewundert, gut, dass du sagst, du hast mir ja mal so eine Einladung geschickt für den Termin und ich dachte mir, das ist alles Spanisch. Ich verstehe hier nur Nein. Spanisch, ich verstehe nur Bahnhof. Lo siento mucho. Nein, ich bin Toll, ich nicht. verstehe leider nichts. Ich könnte dir Polnisch anbieten. Nein, das kann ich nicht. Also ich bin, ich habe lange Nee, in ist nicht so Spanien schön. gelebt und Klingt keine leider nicht Ahnung. so schön. Polnisch. Weiß ich nicht. Also ich habe halt meine ganzen Gerätschaften auf Spanisch und so, du hast es hingekriegt. Ich konnte das Datum erkennen und die Uhrzeit, von daher. Und aceptar. Ja, ich habe es mir dann eingetragen. Sehr gut. Huhu, die Jess ist da, ist übrigens eine ganz bezaubernde Hochzeitsfloristin aus Düsseldorf. Vielleicht kommt ihr ja auch Oh, zusammen und so. sehr gerne. Du sagtest, Kosten könnten wir noch sprechen. Das hatte ich kurz angeschnitten. genau, das habe ich jetzt hier gerade nämlich noch gesprochen, also beziehungsweise gefunden. Der finanzielle Vorteil ist ja eigentlich klar für die Brautpaare, für die Floristen, sagst du, sie haben ja trotzdem noch mal einen Aufwand. Alles gut? Ja, steht ein Kind, glaube ich, vor der Tür. Es könnte sein, dass ich gleich. Also ich glaube, bei mir kamen Mama und Schwester und so heim. Egal, können sie Also gehen. ja, bloß mein Kind ist 5 und sehr quirlig. Nee, Hier, das machen wir sind weiter. Nee, die bei mir Quirlige. tatsächlich. Nee, nee, Ach so. ich vernehme was. Nee, machen wir weiter. Die Quirlige bin ich in der Familie. Genau, also die Paare, die sparen in Summe Geld, auch wenn der Florist quasi einen Zusatzaufwand für den nächsten Tag hat, hat Zusatzeinnahmen, obwohl man im ersten Moment denkt, ja, aber warum sollte da ein Florist mitmachen? Weil, wie du sagst, er ja noch einen Zusatzaufwand hat, er ausgebucht sein kann, aber trotzdem noch eine Teilhochzeit stemmen Genau, könnte. das Ne? war so Kann man auch gut der erste vorbereiten. Impuls ist tatsächlich von den Floristen am Anfang zumindest so, dass sie sagen, Mensch, aber ich hätte ja gern die zweite Hochzeit am nächsten Tag auch ganz. Bis sie sich bewusst machen, dass ja der Wettbewerb doch da ist und auch nicht schläft. Und bevor man dann sozusagen die zweite Hochzeit verliert an den Wettbewerber, dann nimmt man sie halt lieber mit so einer kleinen Ergänzung sozusagen und macht nochmal einen gewissen Umsatz mit. Plus, es ist ja auch immer wichtig zu sehen, dass auch Hochzeitsfloristik natürlich ein Empfehlungsgeschäft ist. Und je mehr Leute die Blumendeko vor Ort gesehen haben, umso besser ist es letztendlich ja auch. Und man kann in Summe mehr machen. Jetzt ist es meine Mama versteckt als mein Papa. Ach Gott. Hallo Mama. Hallo Mama. Nicht, dass Weiter, ich weiter. meine Antworten Ja, verwende. genau. Ah, Scheiße. also wir konzentrieren uns noch mal ein bisschen. Ja. So, und dann sind wir auch gleich fertig. So, komm zum Punkt. Ja. Kosten. Ich will wissen. Kosten. Du willst wissen. Money. Also. Dinero. Yes. Das erste Brautpaar stellt die Blumendeko ein, also den besagten Lieferumfang. Wir reden jetzt mal von, wir machen es jetzt mal nur einfach fürs Zahlenspiel. Wir haben 10 Tische, 100 Gäste zu versorgen und sagen, wir zahlen dafür 1000 Euro. Und das sehen wir im Angebot, das wir vom Floristen ja bekommen haben. Das Moodboard ist eingestellt, Mustertisch ist abfotografiert, wir wissen, welche Farben, wir wissen, welche Blüten verwendet werden. Und das Ganze eben im Wert von 1000 Euro wird angeboten, dem zweiten Brautpaar für 600. Das heißt, das erste Brautpaar bekommt 60% wieder. Und darf von diesen 60% 40 behalten, denn 20 sind Provision für mich, da das ja für mich auch kein Hobby ist, sondern ein Geschäftsmodell. Das heißt, das erste Brautpaar kriegt 40% von diesem Lieferumfang am nächsten Tag zurück an Geld, direkt wieder ausgezahlt vom zweiten Brautpaar. Und das zweite Brautpaar spart sich nicht 40, sondern 34%. Da geht wieder so ein bisschen Provision, aber das möchte ich nicht rechnen, das ist grausam, wenn man das jetzt hier macht. Das zweite Brautpaar hat sich 34% gespart, erstmal ein bisschen weniger, ne? Aber wir hatten ja vorhin schon mal die Erkenntnis, dass das zweite Brautpaar am nächsten Tag ja immer noch Blumendeko hat. Das erste Genau. ja gar nicht. Das heißt, das zweite Brautpaar hat sich Geld gespart und kann gleichzeitig am nächsten Tag nochmal auf Blumen zurückgreifen und die dann verschenken zum Beispiel. Ne? Dann haben wir quasi zwei Hochzeiten genutzt, die Blumen verschenkt. Also ich glaube, dann können wir uns auch nichts mehr vorwerfen, was Nachhaltigkeit und Ökologie angeht. Dann haben wir wirklich ausgenutzt, was da ist. Okay, super. Ich mag das übrigens, dass du so transparent bist. Finde ich mega fair.
Wie super. Irgendjemand, sie muss ja an irgendeiner Stelle verdienen, ne? Und es ist letztendlich eine totale Win-Win-Win-Win von allen Seiten-Situation, denn die Floristen haben ein Zusatzgeschäft, haben letztendlich einen Wettbewerb rausgedrängt, haben mehr Publikum, das die Blumen gesehen hat. Die Paare haben Geld gespart, haben die Ökologie für bessere ökologische Verhältnisse gesorgt. Ich verdiene ein bisschen was daran, das muss ja auch so sein, sonst macht sich ja dieses ganze Second Flowers auch, macht sich ja nicht aus Luft und Liebe. Und insofern glaube ich, dass da wirklich, es wird einfach auch Geld bei den Brautpaaren frei. Ne? Das muss man sich schon auch überlegen, dass vielleicht ein Brautpaar das sagt, wir kriegen jetzt unsere Blumen auf Second Flowers unter Umständen los. Dann können wir uns nach hinten raus vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit gönnen bei irgendeinem anderen Dienstleister, die wir uns vielleicht nicht mehr gegönnt hätten. Sei es, keine Ahnung, die Fotobox. Ne, weil wir dann am Ende gesagt hätten, na, am Ende irgendwie, das Geld ist nicht mehr übrig. Oder, keine Ahnung, ein Kaffeewägelchen oder ein Prosecco-Wagen. Den lass wir dann es 300 Euro sein. Ja, ha? Lass es 300, 400 Euro sein. Und wenn nicht, dann nehme ich sie am Ende eben mit und mache mir halt einen schönen, hab halt Taschengeld für die Flitterwoche. Machen wir da halt irgendwie mal zwei schöne Abende mehr. Und gönnen wir da ganz was. Ganz klar. Oder du ermöglichst halt Paaren mit etwas weniger Budget, die per se schon weniger Budget haben, trotzdem ein hübsches Blumendekor genau. zu haben. Genau. Die sagen vielleicht, wir kriegen das Geld nicht wieder, wir planen das gleich mit ein und machen es uns dafür so schön, wie wir es eigentlich jetzt nicht mehr getan hätten, weil am Ende der Hochzeit das Budget für die Blumen dann ja doch irgendwie drastisch schrumpft. Oye, tu mamá Andrea me está prohibiendo hablando en español. Para que no sepas. Deine Mama verbietet mir, auf Spanisch zu sprechen. Ja, weil sie Angst hat, dass ich auf Polnisch antworte und dann sind die alle raus. Ach so, oh. Aber die Jess hat eine kleine Frage. Und zwar fragt sie, was ist, wenn die Tischdeko aus Leihvasen besteht? Genau. Ist ein wichtiger Punkt und ist tatsächlich mit den Second Flowers Floristen so abgestimmt, dass Leihvasen bestenfalls von einer Hochzeit zur anderen gehen und dann letztendlich quasi die Leihgebühr aufs zweite Paar übergeht. Oder wenn die Gegenstände sowieso fürs ganze Wochenende verliehen sind, dann teilt sich das Paar die Kosten dafür. Und dann ist das zweite Paar auch dasjenige, das das entweder zurückgibt oder man kennt ja dann die Location, wo die Vasen dann wieder eingesammelt werden können. Okay. Hat es deine Frage beantwortet, Jess? Ich muss mich mal wieder retten. Sonst darfst du dich gerne mit mir austauschen. Ich bin eh interessiert. Genau. Mega. Wer hat noch Fragen? Dann haut jetzt in die Tasten. Das ist jetzt die Chance, um Fragen zu stellen. Zum Thema nachhaltig heiraten generell. Second Flowers ist natürlich mit dabei, haben die liebe Sandra und ich, Sandra von Save the Date war oder ist hier irgendwo im Stream auch mit dabei, ein E-Book geschrieben mit unheimlich vielen Tipps und Hacks, wie man seine Hochzeit nachhaltiger gestalten kann. Das E-Book könnt ihr herunterladen, ganz easy, geht auf mein Instagram-Profil, da müsste es einen Link geben, E-Book, meldet euch an und, ah juhu, da ist die Sandra, Save the Day Weddings. Und ladet euch das über mein Instagram-Profil runter. Wir freuen uns, wenn wir euch bei eurer Planung dabei helfen konnten. Ja, wie gesagt, ein Herzensthema von uns dreien, würde ich jetzt mal sagen. Und genau. Ganz klar. Eine Frage kam noch zum Thema, wer haftet? Wer haftet für Vasen oder wer haftet für Blumendeko? Ich könnte auch einfach gleich beides beantworten. wer haftet für die Blumendeko, schätze ich, darum geht es eher. Es ist ganz klar so, dass weder die Floristin noch ich als Second Flowers Vermittler sozusagen dafür gerade stehen kann, wenn die Blumendeko einen Mangel erleidet. Nun muss schon wirklich viel passieren, dass über die gesamte Deko hinweg beides, genau. Dass über die gesamte Deko hinweg wirklich etwas dann nicht in Ordnung ist. Also es ist vom ersten Brautpaar ganz klar zu kommunizieren, dass sie bei Second Flowers mitmachen. Dass die entweder, weil sie der Nachhaltigkeitsgedanke getriggert hat oder der Kostenpunkt, dass sie sagen, sie geben die Blumen am nächsten Tag weiter, dann sind die Blumen Ware. Das muss man letztendlich einfach so sehen, wenn man sich da auf die Papiere und die vertraglichen Aspekte stürzt.
Diese Ware ist vom ersten Brautpaar und den Gästen, deswegen sind die klar zu informieren, auch pfleglich zu behandeln. Das heißt, die brauchen Wasser und an denen wird nicht gezupft. Ne? Wenn man eine Partymeute hat, von der man weiß, dass die feiern, bis die Tulpen ihre Blätter verlieren und bis die Rosen die Köpfe hängen lassen, dann bitte nicht mitmachen. Wenn wir aber wissen, wir haben eine Hochzeitsgesellschaft, die vielleicht ähnlich tickt, die weiß, was dem Brautpaar wichtig ist und die da ordentlich mitspielt, dann sehe ich da überhaupt gar keine Probleme, denn erfahrungswert ist, dass 95% der Blumendeko am nächsten Tag top aussieht. Und wenn halt eine Hochzeitsgesellschaft auch noch sensibilisiert ist, darauf zu achten, dann werden die das tun, weil die wollen euch ja auch nichts Böses. Davon muss man ausgehen, dass die Gäste, die man lädt, einen unterstützen in allem, was man als Anliegen mitbringt. Insofern, das erste Brautpaar ist verantwortlich dafür, dass die Blumen am nächsten Tag schön sind. Gleichzeitig haben die Floristen gerne die Möglichkeit, eben am nächsten Tag nochmal drüber zu schauen, wenn sie auf der anderen Hochzeit wieder aufbauen. Und dann gegebenenfalls eben diese 3%, die es nicht mehr sind, rauszunehmen oder vielleicht nochmal eine einzelne Blüte nachzustecken. Aber dann ist das wieder ein Schuss. Wenn eine Vase kaputt geht, muss eine Vase ersetzt werden. Aber auch da möchten wir eben, dass die ersten Florist oder die erste Floristin auch die zweite ist und wirklich auch zur Qualitätssicherung den Aufbau auch beim zweiten Mal übernimmt. Ich bin ein Labersack, es tut mir leid. Alles gut, macht Sinn, aber das sind super wichtige Fragen, ja, die Ja, das ist müssen tatsächlich. geklärt werden. Ja. Insofern, Steil. zweites Brautpaar sind Vertragspartner und sorgen füreinander. Bitte gut. Ja, sehe ich ganz genauso. Gibt es noch Fragen? Ich sehe schon, du hast es super durchdacht. Ich finde es toll. Ja, es entwickelt sich auch, ne? Also es darf, es, ich mache da auch keinen Hehl draus. Wie gesagt, ich habe noch keine Hochzeitssaison gemacht, auch da bin ich ehrlich. Das ist eine Idee, es ist ein Konzept, es findet wirklich sehr guten Anklang. Ich kriege von vielen Seiten Bestätigung, auch von den Floristen, wo ich echt dachte, die werden mich verklopfen, aber sehen die durchaus auch so, die sehen auch, wie am nächsten Tag Blumendeko in der Tonne landet oder verteilen das an Altenheime außen rum und klingeln teilweise bei einzelnen Nachbarn, um darum zu bitten, die Blumen noch aufzunehmen. Die stecken da ja auch Arbeit rein und ich finde, es ist auch Wertschätzung. Ja. Wertschätzung für die Arbeit der Floristen zu sagen, wir hauen es am nächsten Tag nicht in die Tonne. Ja, ganz klar, ganz klar. Das ist ja auch immer schade, generell bei der Hochzeit, was man dann wegschmeißen muss, sei es Essen oder was auch immer. Das Kleid ist nur einmal getragen. Der Designer, der das entworfen hat, dem tut es vielleicht auch weh. Oder meine Bilder werden nicht aufgehängt oder in ein Album gepackt. Das tut mir weh. Das ist ganz klar. Das ist. Wird natürlich bezahlt dafür, aber es ist trotzdem traurig irgendwie, ne? So, eine Frage kam noch. Trockenblumen werden verlangt, die werden auch oft als Leihblumen verkauft. Was ist damit? Wie sicher ist, dass alles wieder zurückkommt? Oh, keine Ahnung. Als Leihblume. Das heißt, die werden aber auch verliehen. Weil bei Verliehen bin ich raus. Das ist nicht mein Konzept. Also wenn ein Florist Blumendeko verleiht als Leihblume, dann ist das nicht Second Flowers. Dann ist das Verleih vom Floristen. Also das gibt es. Da gibt es von Floristen verschiedene Dinge. Da gibt es auch tatsächlich Konzepte, die Blumendeko verleihen, wo die Deko dann auch wieder zurückgeht. Kann man sich auch ziemlich gut arrangieren. Da gibt es zum Beispiel Rent Your Flowers ist da eine Anlaufstelle, an der Blumendeko geliehen werden kann, in Trockenblumen und stabilisierten Blumen, nicht in Frischblumen. Aber wenn es um Leihblumen geht, und da bin ich raus. In Kombination mit frischen Blumen, aber dann nicht mehr als Leihblume. Dann gehört es dem Brautpaar. Frischblumen und Trockenblumen. Außer ich hänge jetzt irgendwo gedanklich. Also die Kombi aus frischen und Trockenblumen wird ja normalerweise fürs Brautpaar präpariert und bleibt bei dem, beziehungsweise könnte den Second Flowers Schritt machen. Reine Leihblumen aus Trockenblumen gehen halt dann zurück. Da bin ich, da meine ich mit. Macht Wir Sinn. können uns gerne tatsächlich noch genauer austauschen. Es gibt in der Logistik schon ein paar Dinge, die man als Florist von dir wissen darf oder wo wir uns abstimmen könnten. Cool. Wenn sonst keine Fragen sein sollten, würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Wollen euch ja nicht von eurem Abend abhalten. Wie viel Uhr haben wir?
Viertel nach sieben in der Stunde kommt GNTM, glaube ich. Ist heute Donnerstag? Heute ist Es ist Donnerstag, heute ne? Donnerstag, ja. Vielleicht guckt es ja der ein oder andere. Ich bekenne mich dazu. Ist Manchmal okay. brauche ich auch wirklich, ich brauche manchmal wirklich irgendwas für den Kopf. Zum Ausspülen. Ganz klar. Wirklich zum Ausspülen. Ich kann auch ganz oft nicht hingucken. Ich mache dann so, ne, aber gut. Du, Manchmal brauche ich jeder, das. was er braucht, um sich gut zu fühlen. Ich finde, man Nein. darf das, darf sich, also bist ja auch offen bekennen. Ist in Ordnung. Von Ja. mir stehst du da nicht am Pranger. Dazu bekenne ich mich, aber ansonsten gucke ich doch eher ein bisschen qualitativere. Das ist das Einzige, wirklich das Einzige zugeben. Naja, also, um es nicht in die Länge zu ziehen, vielen, vielen Dank. Wer noch das E-Book holen will, hüpft über die Instagram-Home-Seite bei mir und ladet es euch runter. Habt einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Ich danke dir vielmals, Alex, für deine Zeit und Ich diese danke dir. Erklärung. Sehr, Vielen sehr Dank. gerne. Ich speichere das noch hoffentlich ab. Ich hoffe, ich bin diesmal nicht zu blöd. Und genau, ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Schönen Abend allen. Tschüss. Tschüss.